geschafft haben, dann bekommen wir diese Sachen. Oder? Ja, muss ja, weil würdiges Dorf, dann haben wir mit 950 Einwohnern, dann haben wir hier Polizei und Feuerwehr und so ein Gedöns. Okay. Ja, bin ich ja mal. Mit 22.000 bekommen wir dann ein Solarkraftwerk. Oh cool. Und das dritte Dali. Was soll man das heißt? Und was da Aufbereitungsanlage? Züge? Boah, da kommt ja noch einiges auf uns zu. Falls wir es überhaupt so weit schaffen. Mal gucken. Ich bin gespannt auf jeden Fall. So. Ach so, und die haben ja auch noch keinen Strom. Ich zweig das einfach mal ab und die haben jetzt auch Strom. Sehr gut. Dann brauchen wir jetzt noch mal ein Stückchen mehr Straße. Um einfach ein bisschen Einkaufsfläche bzw. Gewerbegebiet zu schaffen. Wahrscheinlich hier kein Wasser da. Strom müsste aber da sein, rein theoretisch. Ich hoffe einfach mal, wir werden es ja sehen gleich. Dann hoffe ich einfach mal, dass das, wie ich das jetzt so gebaut habe, nicht unbedingt, nicht unbedingt schlecht ist. Können wir mal ein bisschen hier in die Straßen reingucken. Aber hier ist momentan noch nicht allzu viel los. Zumindest sehe ich nichts. Ich höre zwar was, aber ich sehe nichts. Ist das normal, dass man keine Leute sieht? Sollten hier nicht Autos und so langfahren und Gedöns? Aber die Zaunkulisse ist schon sehr krass. Das hört sich schon sehr gut an. Sehr beliebt. Wow, und das hört sich wirklich laut an. Das schwimmt jetzt einmal quer durch die Stadt vor allen Dingen. Hätten wir das vielleicht da unten bauen sollen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Rufen Sie Infoansicht auf, um sich über verschiedene Info-Overlays besseren Überblick über die Funktionsweise Ihrer Stadt zu verschaffen. Mensch, heute Morgen ist echt ein Wurm drin. Wir haben Wind, tatsächlich. Das war sogar so. Ruhig, stark. Achso, oh, ey, ich dachte gerade schon hier. Es wäre schlecht gewesen, wenn wir im ruhigen Gebiet gebaut hätten. Aber wir haben glücklicherweise starke gefunden, beziehungsweise erwischt. Das Wasser fließt nach da unten. Ich hoffe halt echt, dass das Ding uns jetzt keine Probleme macht. Ansonsten können wir es, glaube ich, auch abreißen und nach unten verschieben. Hoffe ich. Ansonsten ist schlecht. Okay. Da haben wir noch alles im grünen Bereich, alles gut. Das ist ganz gut. Wow. Boah, sind die laut. Ist das zu glauben? Die brauchen Strom. Dann gehe ich hier nochmal so mit ran. Da müsste das ja eigentlich gehen. Oh, wir haben eine mittlere Nachfrage an Wohngebiet. Gut, dann sollten wir nochmal eine zweite Straße aufmachen. Also, mache ich denn das jetzt? Es muss ja sowieso eine Verbindung ran. Dann könnten wir eigentlich das so machen, dass dann so hier runterschieben. Vielleicht. Ja, gut, das ist vielleicht nicht so das Optimalste durch diese Stromdingens, aber auch ein bisschen Bewohner hier. So. Sinkt das jetzt oder steigt es oder was macht das jetzt? Ich bin verwirrt.
Ja, es bauen sich auf jeden Fall neue Häuser auf. Wir haben immer noch eine mittlere Anfrage und wir haben nur noch 20.000. Und wir sind im Minus. Ja, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Achso, hier können wir noch für Strom und Wasser. Strom an höhere Budget vorausgesetzt. Stellen Stromproduktionseinrichtungen mehr Leute und produzieren demzufolge mehr Strom. Okay. Ich mach mal auf 50% erstmal, weil wir sind ja noch nicht so viele. Ist die... Was hat denn das jetzt zu bedeuten? Ist das Tag- und Nachtschicht oder was? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind immer noch im Minus. Wir bekommen durch das Industriegebiet bekommen wir ein bisschen Geld rein anscheinend. Und durch das hier auch. Und durch das auch. Naja, sind Steuern, ne? Schätze ich mal. Abwasser. Bitte was? Abwasserstau. Hä? Was passiert hier gerade? Achso, warum Abwasserstau? Nicht nur wegen denen hier? Nee, die brauchen ja Wasser. Warum Abwasser? Hä? Ich verstehe es nicht. Sollte es vielleicht doch... Nicht genügend Arbeiter, ja, das ist natürlich super. Hier sind doch genug Leute. Was machen die denn alle? Kennen die alle oder was? So. Dann nutze ich das jetzt einfach mal bis zum letzten raus. Und hoffe einfach, dass dann mehr Leute dazu kommen. Hier wird schon abgebaut und aufgebaut, ein Glück. Das hat mir echt ein Problem. Geringes Nachfrage an Industrie oder Bürogebiet, okay. Nee. Mist. Das Vögelchen. Nanobot, was? Nanobot-Forschung wird von vielen Regierungen finanziert. Die Möglichkeiten sind schier endlos. Ja, das ist doch eine schöne Nachricht. Also bei mir hakt es manchmal im Spiel, weil mein PC, also mein PC ist eigentlich für das Spiel nicht ganz ausgelegt. Aber es funktioniert ja. Es hakt nur ab und zu mal so ein bisschen. Aber das soll uns ja nicht wirklich stören. Zumindest stört es mich nicht. Wenn es euch stört, müsst ihr mal sagen. Muss ich nochmal ein bisschen was an den Einstellungen rumschrauben. Die sind jetzt alle recht hoch. Also alle auf hoch gesetzt und ja. So, da ruckelt's. Ah ja, jetzt kommen hier auch Autos. Ach, ich bin so doof einfach. Deswegen. Kamen da keine Leute, also deswegen waren da keine Autos. Ich bin einfach so doof, klar. Weil das ist die Ausfahrt. Oh. Ja. Oh, schön. Ach Mensch. Naja, Hauptsache es reguliert sich jetzt ein bisschen, dann bekommen wir das schon irgendwie hin. Ja, jetzt laufen ja auch Männchen rum. Boah, jetzt kommen die aber erstmal die ganze Straße zu parken. Das ist gut. Aber eigentlich mit so vielen Häusern müssten wir jetzt erstmal kein Problem haben mit... Da bekommen wir höchstens ein Problem mit Strom, aber ansonsten können wir das irgendwie sehen, wie viel verfügbarer Strom ja hier. Oh. Der Stromverbrauch ist jetzt genau gleich mit dem Stromerzeug. Das ist aber nicht so gut, glaube ich. Warte mal.
Das ist doch so, dass wenn wir ein bisschen mehr Geld draufgeben, dass die mehr Leute einstellen und mehr Strom produzieren, richtig? Habe ich das richtig verstanden? Dann müsste das also heißen, dass wir jetzt ein bisschen mehr bezahlen. Wir gehen ins Plus mit dem Geld. Ja, wir schaffen das wieder. Ja, richtig. Jetzt haben wir 13. Und es wird nur 6 verbraucht. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir es erstmal zumindest wieder erhöht. Ist ganz schön laut in dem Gebiet dahin. Und es wird wieder morgens. Das ist ja famos. Und hier baut sich jetzt richtig was auf. Und wir haben einen Meilenstein erreicht. Der kleine Weiler. Wir haben 460 Einwohner. Können jetzt also Müll, Gesundheit und Bildung als Dienstleistung in Anspruch nehmen. Und wir haben eine Mülldeponie bekommen, eine Arztpraxis und eine Grundschule. Und Steuern und Darlehen natürlich. Und ein Feuerwerk gibt's auch. Das ist schön. So, Müll. Was haben wir denn hier? Mülldeponie und Recycling Center. Kosten 30.000, können wir uns nicht leisten. Kosten 4.000, das schon. Also, wenn Gebäude da sind, nicht wundern, ich habe, wie gesagt, ein bisschen rumgeguckt. Könnte sein, dass da so ein oder das ein oder andere Gebäude nicht unbedingt zum Standard gehört. Aber ich habe noch nicht gespielt. So, wir haben jetzt hier die Arztpraxis. Ich glaube, die sollten wir lieber hier hinstellen irgendwie. Hat die einen Radius? Nee, ne? Nee. Okay. Dann würde ich sagen, wenn die keinen Radius hat, hier können wir es nicht hinstellen, stellen wir es einfach hier mit hin. Yeah, ganz viele Smileys. Gut, das war die Arztpraxis. Dann haben wir jetzt hier noch eine Grundschule für 10.000. Da würde ich allerdings sagen, machen wir erst, also warten wir erstmal ab, bis wir ein bisschen mehr Geld noch haben. Weil ich habe wenig Lust, dass wir jetzt ausgerechnet pleite gehen, wenn wir zu viele Gebäude auf einmal bauen. Das wäre nicht so gut. Und wir haben mal wieder schon wieder Industrie und Büro, aber die haben noch hier noch. Die haben noch hier noch richtig keinen Platz mehr. So viel dazu. Gut, jetzt aber. Ich hoffe, wir kommen nicht zu nah an die Arztpraxis ran. Das wäre ein bisschen schlecht. Warte mal, haben wir hier nicht auch Gesundheit? Nee, wollte ich nicht. Müll? Auch nicht. Lärm könnten wir mal gucken. Genau, hier ist richtig viel Lärm. Hier auch. Hier ist halt ganz normal wenig. Hier ist auch ganz schön viel. Und hier halt noch das Gebäude, die Pumpe. Jetzt ist halt die Frage, gerade die sich mir stellt, aber wir haben halt noch durchschnittlich 28%. Ich glaube, das geht, hoffe ich. Hier, genau, Verschmutzung. Hier haben wir eine große Verschmutzung, hier überhaupt nicht, da auch nicht. Und hier haben wir nur das Ding. Das ist also 3% durchschnittlich. Cool, optische Tarnung, frei im Handel verfügbar. Yeah, das hole ich mir sofort. Das hole ich mir sofort. Das ist wieder Wink. Gesundheit, Zufriedenheit. Warum sind die total unzufrieden? Weil da niemand wohnt, schätze ich mal. Ich schätze, das ist der Grund. Hier wohnen aber welche. Aber warum sind die unzufrieden? So ein bisschen. Ah, jetzt werden sie wieder. Sind sie zufriedener? Jetzt lächeln sie zumindest. Das ist unböse. Wohnt. Hier ist richtig bewohnt. Da ist richtig was drinne. Ein Kind, zwei Jugendliche und fünf Erwachsene oder was? Nein. Was? Echt? Nein. Was? Kann ja gar nicht.